Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Plants vs. Zombies. Ich bin heute auf der Seite der Zombies unterwegs und bin mit dem Chemiker am Tun. Hatte mal Bock drauf. Mal schauen, was wir reißen können. Aber schaut doch ganz gut aus. So. Ja, war eigentlich ein ganz guter Start. Ich glaube, unser Team ist momentan nicht ganz voll, aber das kann ja noch werden. Und irgendwo flamen sie noch rum. Lass die Toilette stehen, mein Freund. So. Irgendwo behaupte ich fast, wurde ich gerade noch von einem MG angepimmelt. So, da unten sind sie. Schön auf Minen achten. Schauen wir mal nach oben. Ja, da ist einer tot. Leider komme ich nicht mehr zum Retzen her. Gut. Wie gesagt, unser Team ist leider nicht ganz voll. Daher holen wir uns ein bisschen Verstärkung. Machen uns erst einmal wieder frisch. Leider hat der Chemiker nicht wirklich Reichweite. Wo ist er? Wie man hier unschwer erkennen kann. Und weg mit uns. Ja. Die Teams sind eigentlich jetzt relativ fair verteilt. Gefällt mir eigentlich. Teleport steht auch. Das heißt, eigentlich müssen wir gerade nur reinflitzen. Wobei nur relativ ist. So. Komm. Wir werden unsere Pflicht als Sanitäter gerecht. Und gehen leider wieder down. Von einer Sonnenblume. Spornebel. Ja, Leute, wir müssen jetzt hier mal rein. Muss ich jetzt wirklich die dicken, großen Zombies holen? Wobei, die sind eigentlich auch relativ Banane, wenn so, ein bisschen Heilung hinstellen. Nachladen. Verschwinden. Oh Mann, wie ich das hasse, wenn die Maus buggt. Ich weiß nicht warum, aber in dem Game macht die das bei mir so extrem gern. Fuck, der Teleport ist weg. Das ist gar nicht gut. Dementsprechend müssen wir uns leider auf die Weise etwas vorporten. Holen uns ein paar Background-Tänzer. Aber schaut gerade nicht gut aus, muss ich sagen. So. Das gibt's doch nicht. Wieso gehe ich gerade so schnell down? Gottverdammte Scheiße. Normalerweise sind die Elektroschnappe doch gar nicht so stark. Okay, keiner im Garten. Einer von uns im Garten. Sehr schön. Versuchen wir auch in den Garten zu kommen. Und springen in eine Bohne, Leute. Ich brech gleich ab. Ernsthaft. Aber den Garten haben wir fast. Kommt schon, Leute. Das kriegen wir hin. Zwar nur noch eine Minute, aber machbar. Das kriegen wir hin. Irgendjemand snipert hier gerade fleißigst rum. Okay, einer ist im Garten. Hä? Wo kam der denn her? Goddammit. Ich töte dich. Wenn ich irgendwann mal wiederkomme. Habe ich doch gesagt, ich töte dich. Das war meine Rache.
Bisschen Heilung. Ist hier noch irgendwo einer? Ich glaube nicht. Da vorne liegen ein paar... Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich tatsächlich sagen. Gut. Du willst nicht. Du auch nicht. Alles klar. So, da hinten ist eine Erbse. Ich habe sie genau gesehen. Wo bist du? Komm her, damit ich dich töten kann. Schade ist halt, dass der Chemiker überhaupt keine Range hat. Das ist echt ein großer Nachteil. Ich meine, er hat einen riesigen Splash, das ist mega geil. Aber halt echt null Reichweite. So. Da, man macht mit einem Treffer 40 Schaden, das ist nicht wenig, aber wie gesagt, null Reichweite. Und das ist echt ein bisschen ärgerlich. Und es ist auch ein bisschen ärgerlich, dass keiner von meinen Teammates reinläuft. Okay, wir sind auf jeden Fall auch weniger. Das erklärt definitiv, warum hier nichts Großartiges passiert. So. Oh, 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 oh. Und? Ne. Ja, Leute, läuft gerade nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich weiß nicht, beim Matchmaking habe ich momentan auch echt immer Pech. Irgendwie. Irgendwie bin ich immer im unterlegenen Team. Entweder mit weniger Member oder... ja, schwächer in der... Schwächer vom Score her oder... Ja, das sind eigentlich die zwei Sachen, die es so gibt. Und mit dem Chemiker bin ich nicht so fit, hab den noch nicht so oft gezockt. Darum, ja, ist das auch gerade nicht ganz so, wie ich das gern hätte. So, jetzt holen wir uns hier ein paar Zombies. Holen wir uns noch ein paar Piraten. So, weg mit dir. Und dann horte ich mich in der Kartoffelmine. Hey, so viel Pech muss man echt haben. Dass genau an der Stelle jetzt so eine gottverdammte Kacke-Kartoffelmine ist. Also das schaffen wir auf keinen Fall. Meine Teammates sind leider nicht ganz so fähig, wie ich es gern hätte. Und keiner läuft rein. Ich glaube, alles, was bisher eingenommen wurde, ist von mir und einem anderen. Wow, 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 wow. Da irgendwo ist eine Sonnenblume. Aber wo? Da war eine Sonnenblume. Ja, freu dich. Hast du super gemacht. Kannst du darauf einen runterholen. So. Ja, wie gesagt, das war's an der Stelle schon wieder. Kurzes Match. Schlechtes Team. Kein eingespielter Char. Kurze Runde. Leider, leider, leider. Aber kann man nichts machen. Wie viele Kills hatten wir jetzt zum Schluss dann? Doch, 14. Da sieht man's. Mein Team ist komplett unterlegen. 14 und die nächsten zwei 10.
Im anderen Team sah die Sache wesentlich besser aus. Und auch von den Ranglisten. Zwei Spiele über 100 im anderen Game, im anderen Team, bei uns, ne, keiner. Naja, wie gesagt, war es auch wieder für die Runde. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao!